Hallo und willkommen zurück zu Dreamfall Chapters. So, wir müssen in Abnaxos Domizil. Verschlossen, aber ich habe den Schlüssel. Ach ja, stimmt. Natürlich. Schon ganz vergessen. Dann mal rein in die gute Stube. Oder wie auch immer. Von innen sieht dieses Haus viel größer aus. Es ist von innen viel größer. Das ist verrückt. Mir wird ganz schwindelig. Hier muss Magie wirken, sonst ergibt es keinen Sinn. Dinge können von innen nicht größer sein als von außen. Andererseits, warum sollte mich das überraschen? Ich habe Seltsameres gesehen. Seltsam ist mein neues Normal. Gut, also Hinweise. Also seltsam ist auf jeden Fall auch diese Treppe. Aber gut, wir gucken mal. Das sind schicksalhaft aussehende Bücher. Ich wünschte, ich könnte sie lesen. Ach, dieser Schimmer hier. Abnaxos war ein sehr belesener Mann. Ein belesenes Wesen. Hier gibt es so viele muffige alte Bücher, dass eine Uni-Bibliothek ihre Sondersammlung an muffigen alten Büchern voll bekäme. Das sind schicksalhaft aussehende Bücher. Ich wünschte, ich könnte sie lesen. Aha. Oh, das ist interessant. Jemand ist hier. Wer ist... Oh Gott. Ich muss mich entschuldigen, gute Frau. Ich wollte euch nicht erschrecken. Zoe Castillo. Du bist die Letzte, die ich hier drin erwartet hätte. Ja, den guten Mann kennen wir. Ich weiß nur leider seinen Namen überhaupt nicht mehr. Ich erinnere mich von meinem letzten Besuch in Makuria an ihn. Genau. So viel zum Namen. Er hat recht. Das ist ein sehr merkwürdiger Zufall. Ich habe keine Erinnerungen an diesen Mann. Brian, richtig? Richtig. Brian. Brian Westhouse. Wir haben noch ein paar Tage in der Enge eines kleinen Luftschiffs zusammen verbracht. Es würde mich wundern, wenn du dich nicht an mich erinnern könntest. Es war ein verwirrendes Jahr. Eine Zeit lang konnte ich mich an gar nichts erinnern. Selbst als ich mich nach Kräften bemühte, mich zu erinnern, konnte ich es nicht. Bis vor kurzem jedenfalls. Dieses Gefühl kenne ich nur zu gut, Zoe. Du bist also zurück in Makuria. Und ausgerechnet an diesem Ort. Wie im Namen des Gleichgewichts bist du ins Haus gekommen? Die Leute haben es seit Jahren versucht, aber das Haus hat starke Siegel. Venar-Magie. Die älteste, die es gibt. Und jetzt verstehe ich auch, warum. Es birgt eine Fülle von Schätzen. Moment mal. Sind das die Annalen des Träumens? Großer Gott, das ist ein verlorener Schatz. Nur 5 wurden je hergestellt. Wie ist er denn hier reingekommen? Warum sollte ich ein Geheimnis daraus machen? Ich bin sicher, ich kann ihm vertrauen. Ach ja, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich weiß nicht, ob ich diesem Mann wirklich schon alles erzählen möchte. Mit Siegeln kenne ich mich ganz gut aus. Das sehe ich. Deine Fähigkeiten sind umfangreicher, als ich in Erinnerung hatte, Zoe. Ich bin beeindruckt. Entschuldige meine Neugier, aber wonach suchst du hier? Abnaxos selbst ist vor einem Jahrzehnt verschwunden. Ich sollte Brian vertrauen. Es gibt keinen Grund, irgendwas vor ihm zu verbergen. Ach ja, das ist immer so eine Sache mit dem Vertrauen. Ist nicht so, dass ich ihm nicht vertrauen würde, aber... Ich war einfach nur neugierig, was hier drin ist. Weißt du, was man über Neugier sagt, Zoe? Dass sie der Tod der Katze ist? Was? Nein. Neugier ist das Tor zu Wissen und Weisheit. Anscheinend habe ich mir genau den richtigen Tag für einen Spaziergang durch die Grünanlagen ausgesucht. Vorhin habe ich mich gefragt, warum Hilleris, dieser Stinker, nicht mehr versucht, den Baum zu fällen. Jetzt weiß ich es. Lass uns mal schauen, ob wir was Interessantes finden, ja? Ja, okay. Ich kann mit ihm reden. Eine Karte des Nordlands. Und die Grenzberge sind ganz oben. Aber es gibt keine Purpurberge.
Interessant. Noch viele andere Berge. Ohne irgendeinen Bezug zu den Purpurbergen wird mir diese Karte nichts nützen. Vielleicht später. Abnaxus war ein sehr belesener Mann. Ein belesenes Wesen. Ah, sieht aus wie eine handgeschriebene Notiz. Das kann ich aber nicht lesen, du. Warte. Das ist noch eine von Abnaxus' Notizen. Ist das alles? Das ist faszinierend. Anscheinend. Das ist faszinierend, sagt er. Ich hier hoch? Ach, okay. Es sah von unten so merkwürdig aus. Hier gibt es so viele muffige alte Bücher, dass eine Uni-Bibliothek ihre Sondersammlung an muffigen alten Büchern voll bekäme. Ich weiß leider nicht mehr ganz so genau, was es mit diesem Brian auf sich hatte. Ich weiß, dass wir ihnen im zweiten Teil begegnet sind und auch die Geschichte mit dem Luftschiff habe ich noch in Erinnerung. Ich weiß nicht mehr genau. Das sind schicksalhaft aussehende Bücher. Ich wünschte, ich könnte sie lesen. Ja, ich glaube, die Bücher, die sind alle nicht interessant jetzt gerade. Dann quatschen wir mit ihm. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr so genau. Ich hatte recht. Ob man ihm trauen kann oder nicht, ich behaupte jetzt mal eher ja, aber wir schauen mal. Herr Westhouse, Brian, er wirkt begeistert und freundlich, schätze ich. Um ehrlich zu sein, fällt es mir schwer, ihn zu durchschauen. Hast du was Interessantes entdeckt? Such weiter, dieser Ort ist eine wahre Fundgrube. Abnaxus war ein sehr belesener Mann. Ein belesenes Wesen. Oh, hier ist noch eine Notiz. Was Westhouse Teil könnte betrifft, in der Lage sein, diese aber Notiz zu entziffern. Wenigstens weiß ich das jetzt. Okay. Notizen. Überall Notizen. Das ist jetzt gerade mal die zweite, aber ist okay. Ah. Noch eine? Ah, sieht aus wie eine handgeschriebene Notiz. Ja, wir gucken uns die später mal an. Hier sind wieder Bücher. Bücher bringen uns erstmal nicht. Verstehe. Ja, bringen uns. Das werde ich mir notieren. Mach das. Jetzt erstmal nicht weiter. Vielleicht oben. Ich habe nicht richtig geschaut. Ich war mir auch nicht ganz sicher, wonach wir eigentlich suchen sollen. Interessant. Das ist noch eine von Abnaxus Notizen. Man kann die gar nicht sehen. Aber war Brian die ganze Zeit hier? Und dann hat er das nicht gesehen, die ganzen Notizen und so? Oder ich weiß nicht. Hier gibt es so viele muffige alte Bücher, dass eine Uni-Bibliothek ihre Sondersammlung an muffigen alten Büchern voll bekäme. So sehe ich jetzt gerade nichts mehr. Das ist faszinierend. Das ist faszinierend. Abnaxus hat so viel zurückgelassen. Hier gibt es eine Fülle von Informationen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alle Notizen habe. Hier dahinter vielleicht? Nein, dahinter war nichts. Oder vielleicht sollte ich sie ihm einfach... All die Jahre. Und es war hier, direkt vor meiner Nase. Einfach zeigen. Hier, guck mal, da ist der Gehstock. Von Abnaxus. Westhouse könnte in der Lage sein, diese Notiz zu entziffern. Ah, hier ist noch eine Notiz. Zur Frage der Kien und zum aufziehenden Krieg des Gleichgewichts. Donnerwetter,
Das ist die Information, nach der wir gesucht haben. Ich kann nicht glauben, dass sie die ganze Zeit hier war. Deine Hilfe war von unschätzbarem Wert, Zoe. Ich stehe in deiner Schuld. Ja, warte, ich hab doch noch mehr. Was denkst du? Was bedeutet das hier? Ich bin mir nicht sicher, ob uns das groß weiterhilft. Ach so, okay. Also es war schon die eine, oder was? Das hier sieht interessant aus. Das erste träumende Wesen. Näheres in den Annalen des Träumens. Das ist das Buch hier. Und im Kapitel über den ersten Traum. Das ist jedenfalls ein Ausgangspunkt. Mal sehen, was da steht. Kannst du dieses Buch lesen? Ich lebe seit Jahrzehnten in Arcadia und außer dem Studium alter Texte gab es nicht viel zu tun, also ja, ich kann dieses Buch lesen. Mal sehen. Im fraglichen Kapitel geht es um die O'ular. Sie sollen Hüter des Träumenden sein, was auch immer das bedeutet. Es ist eine grobe Übersetzung, in unserer Sprache gibt es keine genaue Entsprechung. Die O'ular und die Jete. Ein Volk, das ich in zwei teilte. Das kommt mir bekannt vor. Hier steht, dass die Jete die Purpurberge nach Süden verließen, um sich unter die Erde zu graben. Etwas über einen Quell der Träume. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel davon wahr ist und wie viel Fantasie oder Prophezeiung. Das Buch ist schwer zu enträtseln. Da steht auch etwas über zwei Träumende, die eins werden. Es ist vage gehalten. Ich bin nahezu sicher, dass es eine Art Prophezeiung ist. Die O'ular leben auf der Wolkenspitze in den Bergen von Yedra. Wo ist das auf der Karte? Ah, da ist es. Direkt im Norden, hinter der Ebene, mitten in den Grenzbergen. Das ist ein altes Buch, daher weiß ich nicht, ob sie noch dort leben. Ich habe nie von den O'ular gehört. Sie könnten auch alle tot sein. Hier, warte. Diese Notiz ist aus den Annalen herausgefallen, als Westhouse die Seiten umblätterte. Diese Notiz ist aus den Annalen herausgefallen, als Westhouse die Seiten umblätterte. Toll, hätte ich mir gar nicht angucken brauchen. Notizen. Der Krieg des Gleichgewichts. Überall Notizen. Ja. Endlich etwas Konkretes. Warte mal, erst mal die hier? Was denkst du? Was bedeutet das hier? Ich bin mir nicht sicher, ob uns das groß weiterhilft. Na siehst du, haben wir nichts verpasst. Sehr schön. Und dann diese hier. Diese Notiz ist aus den Seiten der Annalen herausgefallen. Was ist ein Seelenstein? Ich bin mir nicht sicher. Luxe ward der Seelenstein genommen vom Hexer Klex. Er muss zurückerlangt werden, auf das Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht aufhören zu sein. Das klingt unheilvoll. In der Tat. Ich weiß nichts über irgendeinen Seelenstein, aber ich vermute, dieser Kerl Klex schon. Ich frage mich, ob Abnaxus wohl den alten Roper Klex meint. April hat mir seine Geschichte erzählt. Er war ein mieser Zauberer, der im Norden in einer schwebenden Burg wohnte, in der Nähe der Grenzberge. April meinte, sie habe ihm eine Lektion erteilt. Einzelheiten erwähnte sie nicht, aber er verlor seine Burg. Nach dem, was ich zuletzt über ihn hörte, soll er hier in der Stadt Puppentheater für Kinder spielen. Anscheinend ist er geläutert, falls das bei Zauberern geht. Es klingt, als sei dieser Seelenstein wichtig. Ja, okay, ich hätte jetzt eher vermutet, dass diese ganzen Kristalle hier vielleicht irgendetwas damit zu tun haben. Ja, was heißt das jetzt? Muss ich diesen Typen suchen? Jetzt haben wir gar keine neue Aufgabe bekommen. Oder soll ich mich hier weiter umschauen? Ich kann es kaum erwarten, Ihnen das zu sagen. Wenn du irgendetwas siehst, das dir relevant erscheint, sag mir Bescheid und ich kann es wahrscheinlich für dich entziffern. Standen die Flaschen hier vorher auch schon? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendeine Notiz übersehen. Vielleicht sollte ich mir doch die ganzen Regale mal... Das sind schicksalhaft aussehende Bücher. Ach, ich wünschte, ich könnte sie lesen. Ich wusste es. Ja, wir haben uns das ja eigentlich schon angeschaut, aber... Hallo. Abnaxus war ein sehr belesener Mann. Ein belesenes Wesen.
Faszinierend. Hier gibt es so viele muffige alte Bücher, dass eine Uni-Bibliothek ihre Sondersammlung an muffigen alten Büchern voll bekäme. Obnoxus hat sicher nichts dagegen, dass ich mir sie ausleihe. Ah, okay. Ich werde sie ihm persönlich zurückgeben, falls ich... Ich werde mir das alles aufschreiben müssen, bevor ich es vergesse. Okay, jetzt können wir den Typen da suchen. Die muss ich aber nicht zeigen, ne? Nein. Ja, aber angucken. Angucken. Mal sehen. Da, die Wolkenspitze. Genau wie es im Buch steht. Das ist es. Der Krieg des Gleichgewichts. Damit finde ich den Weg zu den Purpurbergen. Endlich etwas Konkretes. Okay, sehr schön. Dann gehen wir erstmal hier raus. Ich werde mich auf den Weg machen. Sollten wir... Würde es dir was ausmachen, wenn ich hier bliebe, um diese Bücher zu lesen? Naja, das ist Privateigentum. Obnoxus wird nicht zurückkommen. Und ich brenne seit Jahren darauf, seine Bibliothek zu durchstöbern. Ich verspreche, ich werde nichts wegnehmen und keine Unordnung machen. Tja, und damit sind wir bei der Vertrauensfrage. Ich lasse es einfach mal zu, denke ich. Es sieht nicht so aus, als habe Brian vor, hier irgendwelche Schäden anzurichten. Er ist respektvoll und neugierig. Er kann ruhig bleiben. Er mag gute Absichten haben, aber ich habe es dem blinden Bob versprochen. Es wäre mir furchtbar peinlich, wenn irgendwas mit Obnoxus Domizil geschehe. Ach so, warum sagst du das denn jetzt? Ach. Es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass ich das machen kann. Ich weiß nicht, ob ich deine Erlaubnis brauche. War nur ein Scherz. Ich verstehe schon. Ich werde jetzt gehen, Zoe. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Okay. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Schauen wir mal. Wenn Zoe es versprochen hat. Warum sagt sie das auch? Ich weiß nicht, ob man ihn... Oh. Hast du nicht was von einem Zauberer und einem Puppenspiel gesagt? Nö. Doch, hast du. Du hast was von einer Aufführung auf dem Platz gesagt. Hab ich nicht. Krähe? Oh, stimmt. Die Fingerlinge von Roper Klecks. Mann, das ist eine tolle Aufführung. Ein moderner Klassiker. Lex, er ist der Zauberer, gegen den April Ryan gekämpft hat. Genau, er hat sich schlecht benommen, also hat sie gegen ihn gekämpft und ihn in irgendeine Rechenmaschine gesperrt. Ganz schön schlau. Wo finde ich dieses Puppenspiel? Ich zeig's dir. Finde die Fingerlinge. Okay, ich glaube, das machen wir im nächsten Part. Ich danke fürs Zusehen. Tschüss. Mein Name ist Zoe Castillo. Dies ist die Zeit der Geschichten.
Dies ist die Zwischenwelt. Und ich bin jetzt hier zu Hause. Hier, wo alle Geschichten anfangen und enden.